Ja, so schön, dass du mit hier dabei bist bei diesem schönen Thema, was auch der Heilung bedarf, dass wir mit Mitgefühl, Verständnis auf diese Thematik auch schauen. Ja, interessanterweise habe ich heute wirklich den passenden Schal dabei. Denn es geht ja auch um das Tierreich, ne? Unsere wunderschönen Wildtiere auch, die Zebras oder Giraffen, das sind ja auch so wundervolle, zauberhafte Tiere. Denn ich möchte euch eine Anekdote erzählen, die ich erleben durfte vor einer Woche. Ich durfte ein paar wunderschöne Tage am Meer verbringen. Und ich stand im Meer und eine Möwe saß auf so einem hohen Holzstamm und schaute einfach vor sich hin. Das war eine sehr, sehr schöne Möwe. Und ich habe sie angesprochen, die Möwe. Und ich war ihr sehr dankbar für das, was sie mir berichtet hat. Das ist meine Wahrnehmung. Aber du kannst ja schauen, ob du damit in Resonanz gehen möchtest oder ob du das auch als Wahrheit vielleicht annehmen magst. Denn diese Möwe liebte es einfach zu sein. Und sie hat mir berichtet, wenn wir diese niedrig schwingenden Bewusstseinsebenen in uns selbst befreit haben, wenn wir mit unserer kosmischen Weisheit unser eigenes Feld entschlüsselt haben, haben wir auch die Möglichkeit, wir hatten sie schon mal, also wir sind auch schon als Tiere, als Pflanzen hier auf der Erde gewesen. Denn der Ursprung ist, dass wir Freude am Ausdruck haben, uns in mannigfaltiger Weise zu erleben, auszudrücken. Und so sagte mir die Möwe, es ist so wohltuend, nichts tun zu müssen, einfach nur zu sein, zu schauen, zu genießen, zu entspannen, zu spielen, es aus einer anderen Perspektive mitzugestalten, denn das Universum ist Liebe. Und die Möwe, die das Wesen, das sich jetzt als Möwe wahrnimmt, so wie wir ein kosmisches Wesen sind, was sich als Mensch wahrnimmt. Und diese Möwe bringt als Möwe ihre Liebe zum Ausdruck in Stille, in Frieden, in Ruhe. In dem Ausdruck, wie eine Möwe programmiert ist, ist jetzt nicht das richtige Wort, aber wie der Ausdruck der Möwe sich momentan einfach gestaltet. Denn es geht darum, und so strömen sie jetzt schon ein, sehr stark kommt das Elbenvolk, die Feuerdrachen, die Delfine, die Wale, die Einhörner, was wir so als sogenanntes Fabelwesen wahrnehmen, die Feen, die Zwerge,
die ganzen Naturwesen, ja, auch die Pflanzenwesen, die Bäume. So möchten jetzt die Bäume auch sprechen. Geliebtes Menschenkind, wir sind mit euch eine Symbiose eingegangen. Wir waren und sind schon immer mit euch Hand in Hand hier auf Erden verbunden. Denn wir helfen euch, alle Gedanken, alle Worte immer und immer wieder zu reinigen, zu neutralisieren. Denn wir wussten, dass euer Weg lang, oft auch beschwerlich, manchmal unerträglich sich anfühlt. Doch wir sind so tief verwurzelt mit dem Herzen von Mutter Erde, tief verwurzelt in den Welten der Kristalle, in den Welten der Mineralien. Somit sind wir mit dem kosmischen Licht und der kosmischen Liebe eins. Nehmen mit jedem Blatt, mit jedem Ast die kosmischen Frequenzen auf. Halten euch das Feld, dienen euch mit unserer Liebe. Dass ihr immer und immer wieder frische Luft atmen könnt. Mit unserem Wirken. Und auch indem du das Holz zur Verfügung hast, ein Feuer machen kannst, das dich wärmt. Oder dir ein gemütliches Zuhause schenkt, einen gemütlichen Stuhl, auf dem du sitzen kannst, einen schönen Tisch, an dem du dein Essen genießen kannst, einen Holzlöffel, in dem du weich deine Speise zu dir nimmst. Eine Holzbank, auf der du bequem sitzen kannst. Ein Holzbett, auf dem du dich erholen kannst. Du entscheidest, in welchen Frequenzen du die Erde wahrnehmen möchtest. Die Erde ist keine Bedrohung. Die Naturkatastrophen, die du so benennst, kommt aus den Schwingungen des Unlichtes. Deshalb achte auf deine Gedanken, deine Worte und deine Taten. Achte auf das, was du aussendest. Und dazu gehört auch, dass du aufhörst zu bewerten, wenn dir was missfällt. Denn schon allein, wenn du ein Tier nicht liebst, nicht als kostbarst empfindest, sei es ein Krokodil, eine Schlange,
oder wenn du ins andere Extrem von kleinen Tieren gehst. Auch Krankheitserreger und Parasiten sind aus diesen Frequenzen. All das wird befreit, erlöst in deinem Schwingungsfeld, wenn du erkennst, dass alles reine Schöpfung ist. Auch der Mensch an sich ist eine reine Schöpfung. In der Zeitqualität, in der ihr euch jetzt befindet, wird euch bewusst, dass du die Möglichkeit hast, dich in reine Schöpfung zu regenerieren. Und jeder hat einen freien Willen, und dadurch ist es möglich, in der Zukunft, hier auf Erden, auf mehreren möglichen Frequenzen, sogenannten Dimensionen, zu schwingen. Denn die niedrig schwingenden Dimensionen, Bewusstseinsebenen, oder Negativitäten, so wie du es benennen möchtest, wird sich immer mehr herauslösen. Somit wirst du neutral in dir. Du hörst auf zu bewerten, das Wetter zu bewerten, die Menschen zu bewerten, die Tiere zu bewerten. Du erkennst, dass alle Blumen wunderschön sind, auch das sogenannte Unkraut, was gar kein Unkraut ist. Du hast es nur geglaubt, dass es Unkraut ist, weil es dich stört, wenn es irgendwo wächst, wo du es nicht willst. Doch an sich hat es eine kraftvolle Aufgabe. Und so ist es auch in der Tierwelt. Bestimmte Frequenzen, Programmierungen sind auch noch in der Tierwelt enthalten, die du als Negativität empfindest. Doch wenn du den Fokus auf Mitgefühl legst, Mitgefühl in die Schöpfung, Mitgefühl in die dritte Dimension blickst, schaust aus deinem göttlichen Bewusstsein heraus, kannst du erkennen, wenn ein Tier, so wie du es wahrnimmst, gefressen wird, ist es aus der göttlichen Perspektive heraus eine Erfahrung, die gemacht wird und gleichzeitig ein schnelles Herauskatapultieren aus der Form des Tierkörpers, um sogleich in eine andere Form, sich in einer anderen Form wieder zu erleben.
Denn das kosmische Universum ist ein Spielfeld des Ausdrucks deine Sichtweise. Kannst du, wenn du möchtest, regenerieren, damit du ein liebevolles Verständnis hast auf die vielen Möglichkeiten, auf das mannigfaltige, facettenreiche Lebendigsein. Denn die Tiere tragen Liebe, die kosmische Liebe in sich und bringen ihre Liebe zum Ausdruck. Denn indem sie es erlauben, sich töten zu lassen, bist du über viele Inkarnationen mit ihrem Fleisch genährt worden, mit ihrem Fell gewärmt, hast Schuhe an den Füßen, hast einen Gürtel um deinen Bauch. Hattest viele Möglichkeiten, dich auch zu wärmen mit einem Fell, mit der Kleidung, die dich wärmt. Und all das geschieht aus Liebe. Und damit du dein Mitgefühl aktivieren kannst, aktivierst du es in der Frequenz der Dankbarkeit. Denn auch die Blumen, die Pflanzen freuen sich über deine Aufmerksamkeit. Dass du die Bäume begrüßt, die Wiese begrüßt, auch wenn du Schnittblumen mit nach Hause nimmst und dich bedankst an der Farbenpracht, an der Leuchtkraft, denn jede Blume strömt Liebe aus, verschönert dein Zuhause, bringt lebendiges Leben in dein Zuhause. Doch möchten wir dir auch gerne vermitteln, wenn eine Pflanze durch die Pflege eher vor sich hin meckert, nicht kraftvoll sein kann, ist es in Ordnung, wenn du sie wertgeschätzt wieder an Mutter Erde zurückgibst. Du darfst dich gerne von ihr lösen. Denn somit kann sie sich erneut anders verkörpern. Dadurch gibst du ihr die Freiheit,
Denn oftmals, wenn eine Pflanze wieder gehen möchte, schau es bitte an in der Frequenz. Nicht, oh schade, du gehst kaputt, sondern, ah, du möchtest gehen. Das ist in Ordnung. Und somit schaust du nicht mehr mit Mitleid, was keinem dienlich ist, denn dadurch hältst du dich an niedrig schwingenden, negativen Bewusstseinsebenen fest und gehst in die Schwingung des Mitgefühls. Du schwingst dich in die göttliche Weisheit ein und lässt der Evolution freien Lauf. Denn auch du bist Teil der Evolution. Erinnere dich, was hast du gedacht, geglaubt, noch vor 10, 15 Jahren? Was hast du gedacht, geglaubt, vor einem Monat? Und so wirst auch du immer mehr im Einklang der göttlichen Evolution schwingen, dich immer mehr einschwingen in das kosmische Orchester, deinen Platz einnehmen, deinen Platz aus deiner Göttlichkeit heraus mitspielen, liebend, verstehend, erkennend, in Freude, in Leichtigkeit. So wirst du auch Tiere, vor denen du Angst hast, aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Wenn du erkennst, dass eine Spinne genauso kostbar und wertvoll ist wie du, dass eine Schlange genauso wichtig und kostbar ist wie du und nur durch deine Bewertung aus deiner Überzeugung, aus deinem Glauben heraus eine andere Schwingung erzeugt wird. Und so nimmst du dich selbst aus dem All-Eins-Sein heraus. Und so möchten wir dir noch ein Beispiel geben. Wenn du wieder anfängst, zum Beispiel eine zu sagen, okay, ich liebe die Schlangen, ich liebe alle Schlangen, die es gibt, dann hast du schon viel in deinem Bewusstsein erreicht. Und du aufhörst, Schlangen zu bewerten. Das bedeutet, du musst ja nicht unbedingt in ein Land reisen, wo es Schlangen gibt, wenn du mit ihnen noch nicht in göttlicher Schwingung ihnen begegnen kannst. Denn wenn du das wieder kannst, kannst du ihnen auf Augenhöhe begegnen. Und das hat was mit der Resonanz zu tun.
Denn wenn wir aufhören, vor etwas uns zu fürchten, Angst zu haben, was eine Programmierung war, um uns von allem getrennt zu fühlen, von der Natur, unter uns Menschen und zu dem Tierreich, löst sich die Angst wieder auf und reaktiviert sich, regeneriert sich in Liebe. Es kommt wieder in die göttliche Ordnung. Es regeneriert sich in die göttliche Ordnung. Denn eine Schnecke, so möchten wir euch noch gerne berichten. Wenn du auf eine Schnecke trittst, unabsichtlich, bist du für sie ja auch ein Riese. Und sie macht dir keine Vorwürfe. Sie verändert einfach ihre Form. Sie verkörpert sich neu in der Schöpfung. Nur wenn du es bewusst tust, bewusst tötest, bewusst zerstörst, hat es Konsequenzen. Und so lässt jetzt das Elbenvolk die Feen, alle Naturwesen aus dem Tierreich, aus dem Mineralreich, aus dem Kristallreich Frequenzen in dich einströmen, damit das Mitgefühl gestärkt und sich ausdehnen kann in deinem Herzen. Und du immer mehr mit Herz und Verstand aus deinen Augen heraus die Schöpfung liebst, betrachtest, erkennst, verstehst und sein lassen kannst, ohne es zu bewerten. Dich mehr hingezogen zu bestimmten Gefühlen, die dir gut tun, in denen du dich wohlfühlst. Und das kommt auch wieder auf dein Bewusstsein drauf an. Denn fühl mal genau hin, mit was du dich am Anfang deines Lebens wohlgefühlt hast und mit was du dich heute im Hier und Jetzt wohlfühlst, was für dich wertvoll und wichtig ist. So schaue liebevoll auf die Evolution deines Lebens. In die Veränderung deines Lebens. Und so bringen wir jetzt alles in harmonischen Fluss. Damit du schwingst. In der kosmischen Freiheit,
in der kosmischen Freude und erfreue dich am Klang der Vögel, am Klang aller Tiere, die du hörst, am Klang des Rauschens der Blätter, am Rauschen des Wassers. An der Luft, an der Wärme der Sonne, an der Kälte des Winters. An dem Fühlen der Wassertropfen, am Duft des Regens, an der Schönheit des Nachthimmels, an der Schönheit des Tageshimmels. Und dass dein Blick sich regeneriert an der Schönheit, was du jeden Tag erblickst. Sei es der Mensch an deiner Seite, ob er lächelt oder nicht. An der Schönheit deiner Familie, deiner Freunde, dass es Menschen gibt, dass du erkennst, dass jeder wichtig ist und von dir gesehen, anerkannt und wertgeschätzt werden möchte. Denn all das kannst du abrufen jeden Tag, um zu erkennen, wo dein Bewusstsein sich befindet. Wie bewusst du schon mit dir selbst eins bist und mit allem, was ist. Denn so kann die wundervolle Schöpfung sich immer mehr wieder in ihre natürliche Form regenerieren, indem wir sie in göttlichem Bewusstsein erleben, erfahren und uns an ihr nähren und sie sich wieder an uns im Einklang nährt. Ganz viel Freude damit, die Schöpfung wahrzunehmen als Kostbarkeit, die sie ist, und du als Kostbarkeit hier auf Erden dabei bist. Bis bald.